So, moin, ihr Fruchtzwerge. Ich habe die Anfrage bekommen, ob ich nochmal ein Let's Farm mache. Und dem will ich doch direkt mal nachkommen, weil ich jetzt ohnehin eine Runde farmen wollte. Ich habe den Ausbildungssegen eben angeschmissen. Und ihr seht ja, ich brauche es euch ja nicht erzählen. Ihr seht ja selbst, ich habe hier oben ein paar Ressourcen lagern. Ich will Napoleon, nee, nicht Napoleon, MacArthur endlich auch auf Level 20 bringen. Da ist mir noch eins aufgefallen. Und zwar ist es ja so, dass ihr es vielleicht bemerkt habt. Im Mittelalter kann man bis Level 5 forschen, im Schießpulver bis Level 10, Aufklärungszeitalter dann bis Level 20, bedeutet im Umkehrschluss, ab Level 21 sind die Generäle auf Industriezeitalter-Status und das sieht man hier unten bei Napoleon. Die 21. Forschungsstufe kostet eklatant mehr als die 20., dauert dann dementsprechend auch länger und man sieht schon, Napoleon bekommt hierdurch einen Panzer, wodurch auch die ganzen starken Statusveränderungen erklärt sind. Bis Stufe 20 dauert es jeweils immer 20 Tage und 2 Tage, wow. Bin ich schon durcheinander. 2 Tage und um die, seht ihr hier, 40.000 Öl. Mit jedem Level geht das natürlich eins hoch, bis dass ihr dann bei Stufe 20 bei 50.000 Öl seid und danach macht es einen großen Sprung auf 55.000 Öl. Wie gesagt, also ich möchte 50.000 Öl farmen für meinen MacArthur, um den hochzuleveln und gleichzeitig noch 2 weitere Mauerstücke machen. Zudem muss ich sagen, oh, meine Räuber sind fertig. Machen wir einen Multiplayer-Kampf. Nee. Ich habe in letzter Zeit von manchen Leuten gehört, es sei ja unmöglich, in hohen Zeitaltern noch zu farmen. Das ganze Spiel sei so ungerecht und es würde nicht funktionieren. Und man sollte das irgendwie vergünstigen, dass man mit Kronen irgendwie mehr Gegner aus, mehr Truppen ausbilden kann oder das Ressourcengebäude mehr produzieren, damit man weniger Kronen letzten Endes nutzen muss. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Für mich haben diese ganzen Argumente keine Hand und Fuß, weil letzten Endes steht und fällt es ja nicht damit, wie viel Kronen wert sind oder wie viel eure Gebäude produzieren, sondern damit, wie klug ihr angreift. Ich kenne Leute, ich werde keine Namen nennen, aber ich kenne Leute, die, natürlich kenne ich die nicht persönlich, aber die YouTuber oder Domi-Spieler oder was auch immer, die kenne ich. Und die greifen einfach an, indem sie mit Kronen einen riesigen Haufen von Motorradräubern ausbilden, setzen den dann bei einer gegnerischen Basis ab, der 45, 50 Räuber. Natürlich werden die alle beschossen, übelst viele Verteidiger kommen raus, machen die einfach komplett platt. Die wuseln sich so ein bisschen durch die Basis, aber gerade wenn die an der Redoute vorbeikommen, dann bekommen die ja alle gleichmäßig Schaden. Bei einer Redoute ist der ist vollkommen scheißegal, ob da 20 oder 100 Leute dran vorbeirasen. Und dann sind die kompletten Räuber sind einfach alle tot. Die haben, weiß ich nicht, 120.000 Beute gemacht oder teilweise sogar noch weniger, also wirklich wenig Beute, weil sie ja nicht an alle Ressourcengebäude kommen. Dadurch, dass sie die Räuber nicht, wie ich zum Beispiel, in Wellen angreifen lassen, also eine Welle, dann eine nächste Welle, um wirklich alle Haufen zu bekommen, sondern alle gleichzeitig setzen. Und dann, wenn sie wieder zurückkommen und ihre Truppen neu ausbilden müssen, kostet sie das im letzten Endes fast sogar mehr, als sie jetzt bekommen haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man so angreift, muss man sich nicht wundern, dass das nicht funktioniert. Gerade das wollen die Entwickler ja. Die Entwickler produzieren an sich ein Spiel, das sehr, sehr gut ist, suchtgefährdend quasi, das gute Inhalte einfach hat, regelmäßig neue Sachen rausbringt, sodass es möglichst nicht langweilig wird. Und dann bauen sie gerade solche kleinen Vorteile ein, die man sich durch Kronen und somit durch Premium-Währung quasi erkaufen kann. Andere bessere Gebäude, Event-Armeen, Zusatztruppen. Man kann ja alles im Game letzten Endes durch Kronen ersetzen. Das ist ja dadurch die Premium-Währung. Und da ist es natürlich klar, dass wenn man den Entwicklern da so in die Hände spielt, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann macht das, wird mir das Game auch keinen Spaß machen. Ich kann nur so viel sagen. Ihr seht's ja, und selbst vor den ganzen Leuten, die mir irgendwie jetzt prophezeien, ha, wenn du demnächst ins globale Zeitalter gehst, wird alles anders. Da kannst du schon mal Angst vor haben. Da höre ich auch nicht wirklich drauf. Ich meine, klar, die Leute sind weiter als ich und ich respektiere das auch. Aber wir haben die Leute auch schon gesagt, wenn du im Industriezeitalter bist, wird alles anders. Ja, es wurde anders, aber es wurde nur besser. Letzten Endes zählt ja nicht, was du bekommst, es zählt immer nur, was du daraus machst. Und ich kann sagen, ich fühle mich momentan pudelwohl, auch wenn die Angriffe auf meine Basis zugenommen haben. Aber das zeige ich euch ja in meinen Devlogs. Also ich werde jetzt regelmäßig auch von größeren angegriffen. Hier sind ein paar globale Zeitaltertruppen dabei. Der Typ war gerade frisch im globalen Zeitalter, seht ihr schon. Die Fernkämpfer und die Haubitzen sind schon global. Der Typ hier war schon komplett global, hat aber nicht alles abgesetzt. Der hier war auch schon teilweise global. Also ich bekomme ein paar stärkere Angriffe rein, aber letzten Endes fühle ich mich echt wohl. Und wenn man das ein bisschen durchdenkt, das Spiel, und wirklich versucht, auf Kronen zu verzichten in dem Sinne, dass man die als Notfallreserve hat, falls man mal was schnell fertigstellen muss, irgendwo kein WLAN hat oder, weiß ich nicht, wenig Zeit hat, dann Kronen zu benutzen und nicht regelmäßig für Ausbildung oder sowas, dann finde ich, kommt man hier sehr gut aus, ohne auch nur einen einzigen Cent über vielleicht einen Häuserkauf oder sowas hinaus zu verplempern. Zudem haben wir einen Spieler in der Basis, in der Allianz, der es tatsächlich jetzt geschafft hat, mich beim Mauerfarmen zu überholen. Und ich meine, ja klar, in letzter Zeit farme ich auch nicht mehr so stark, aber ich farme ja trotzdem nebenbei und mache noch so 3 bis 5 Mauerstücke täglich. Und er hat mich tatsächlich überholt. In dem Sinne, großen Respekt an dich, David.
aber auch an all die anderen Leute, die bei uns in der Allianz so akribisch an ihren Mauern arbeiten. Ich weiß, wie viel Engagement ihr da reinsteckt. Ich musste meine Mauern auch hochprügeln. Ich warte jetzt gerade noch auf die Kamele, dass die hier rausgejuckelt kommen. Aber 3 Stück bleiben, glaube ich, in der Basis. Dann habe ich die halt nicht. Das ist zum Beispiel, was ich eben meinte. Ich setze jetzt nicht alle Truppen, sondern ich setze jetzt eine Mischung. Ich habe jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Räuber gesetzt. Und da muss man natürlich abwägen. Setzt du zu viele, werden die Räuber natürlich im Endeffekt draufgehen. Und du hast zu viel eingesetzt für zu wenig Profit. Setzt du zu wenig, hätten die Räuber es jetzt nicht geschafft, alle Ressourcen wegzumachen, bevor die Verteidiger kommen. Haben sie aber geschafft. Ich hätte vielleicht sogar einen Räuber weniger setzen können. Und das verstehe ich jetzt unter Effizienz. Im Gegensatz dazu, wenn ich mir mal angucke, hätte ich jetzt alle Räuber gesetzt, wäre das ja absolute Verschwendung. An die Ressourcen im Inneren kommst du ja eh nur gegen mega hohe Verluste ran, weil die Räuber sich ja die Verteidigungsgebäude nicht vorknüpfen. Im Weltkrieg läuft es dagegen relativ lustig. Und zwar haben die Gegner ja... wie ich schon mal geschildert habe, ein relativ simples System, das auf der einen Seite relativ effizient ist, aber auf der anderen Seite auch sehr simpel, also ganz gut anzuwenden. Das Problem ist, gerade solche vereinfachenden oder verallgemeinernden Prinzipien oder Systeme, die funktionieren halt nicht immer. Und gerade in so einem Fall wie bei unserer Allianz nicht. Und da sieht man halt, wir haben uns mehr Mühe gemacht, also quasi mehr Aufwand in jedes Detail reingesteckt, um zu schauen, welcher Gegner ist wie stark. Welchen Gegner würden wir wem zuteilen? Und dabei seht ihr ja, was da rauskommt. Wir haben nicht großartig Koalitionen an. Ich zum Beispiel, also klar, wir haben defensiv Koalitionen an, aber offensiv sehr, sehr gespart. Und trotzdem seht ihr hier nur 5 Sterne. Und da hat unter anderem auch mal unsere 3, also ich zum Beispiel habe die 7 angegriffen, die 5, die 10, dafür die unsere 7, die 1, weil es nicht unbedingt bedeutet, dass jemand, der tiefer gerankt ist, auch schwächer ist. Bei den Feinden ist es so, die haben stumpf, würde ich das jetzt mal nennen, das ist absolut null negativ oder auch null wertend gemeint, einfach nur neutral. Sie haben stumpf immer noch dasselbe Prinzip gefahren, mit dem sie schon 3-mal gegen uns verloren haben, dass die feindliche 1 unsere beiden besten Spieler macht, die feindliche 2 daraufhin 3 und 4, die feindliche 3, 5 und 6, die feindliche 4, 7 und 8, 9 und 10, ihr könnt es euch ja selbst zusammenreimen, das brauche ich euch nicht vorjuckeln. Da seht ihr auf jeden Fall, das funktioniert nicht. Das funktioniert schon deswegen nicht, weil man nicht verallgemeinern kann, wie stark die Gegner sind. Und zweitens kann man das nicht machen, weil sonst, wenn auch nur irgendwo ein Stern offen bleibt, und das ist jetzt ja zur Genüge passiert, gibt es niemanden mehr, der hinterherwischen kann. Darum sollte man mit den Erstangriffen versuchen, alles dicht zu machen. Und mit den Zweitangriffen kann man dann für die Notfallreserve hinterher sorgen. Also ohne arrogant wirken zu wollen, der Weltkrieg ist zum 4. Mal jetzt gewonnen gegen USA Denkness. Sie können allein schon aufgrund ihrer Reservekapazität nicht mehr alle Sterne bei uns voll machen. Zudem haben wir auch vorgesorgt, wie ich bereits gesagt habe, mit Defensiv- statt Offensivkoalitionen. Und da ist es dann selbst globalen Spielern schwer gefallen, bei uns was platt zu machen. Lord Stewart hat in den letzten Weltkriegen gegen uns noch 5 Sterne geholt, als wir mehr Offensivkoalitionen anhaben. Und jetzt hat er selbst bei mir in einem nicht mal gemaxten oder fast gemaxten Industriezeitalter-Spieler nur 3 geschafft. Zwar knapp, aber zählt ja am Ende, was da steht. Wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht hiernach nochmal einen 35er WK suchen. Sonst spielt man immer nur gegen dieselben Leute. Und das wird ja auch langweilig. Es tut uns auch leid für USA-Denkness. Sie machen ja einen fairen Kampf. Und letzten Endes ist es dann schade, wenn es dann irgendwie nach einer Zeit langweilig wird. Wir wollen ja auch irgendwie was Neues, Spannendes, Aufregendes. Die Beute ist heute aber echt mager. Krass. Da war Öl gerade zur Genüge, aber gut, eigentlich brauche ich Öl auch. Könnte ich dafür gehen? Hier sind auch 1100 Öl. Wo stehen die denn? Ja, nee, die stehen zentral. Brauche ich nicht hin. Nahrung könnte man hier ein bisschen holen. Das Gold ist auch relativ zentral. Dann hole ich mir die Nahrung ab. Sonst habe ich die Motorradräubern. Also ich habe keine Produktion mehr. Meine Produktion an Motorradräubern ist gerade gestoppt. Ah ja, genau. Es läuft ja auch so ein Event, glaube ich, ne? Also, muss ich gleich mal gucken. Es läuft auf jeden Fall so ein Event, wo man vergünstigte verkürzte Ausbildungszeiten, Trainingszeiten für seine Einheiten hat. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das betrifft Motorradräuber nicht. Meine Artillerie dauert nur, weiß ich nicht, wie lange dauert die? 4 Minuten oder so? Also 75% schneller. Auf jeden Fall deutlich schneller als normalerweise. Meine Motorradräuber dauern aber gefühlt immer noch so lang wie normal auch. Das ist merkwürdig. Da müsste ich jetzt nochmal in der Inbox nachgucken, ob ich da was finde. So, komm schon. Da, Inbox. Schau ich mal. Nee, ist nicht mal drin. Auf jeden Fall heißt das ja irgendwie Neujahrsevent oder so. Damit sind auf jeden Fall Truppen Ausbildungszeiten beschleunigt. Ah, ich habe noch eine mega große Info für euch. Muss ich kurz in die WhatsApp-Gruppe.
Und zwar haben wir hier ein paar neue Patch Notes. Da ich jetzt aber meinen Ausbildungssegen anhab und gerade mit 4 Millionen oder mit mehreren Millionen Ressourcen aufgegangen bin, werde ich das für alle Leute, die es interessiert, mit euch am Ende durchgehen. Und zwar wird es im frühen 2017 ein Upgrade geben. Es wird ein neues Gebäude geben, das Stronghold. Und da wird man unter anderem, so wie ich das verstanden habe, Taktiken spenden können für die Defensive. Hört sich interessant an. Wenn es euch interessiert, bleibt dran bis zum Ende des Videos. Der Turm ist morgen auch fertig, dann wie viele Türme muss ich denn da noch hochmachen? Noch einen, zwei und dann natürlich den letzten drei Stück. Habe ich denn schon vier oben? Eins, zwei, ich sehe das gerade irgendwie gar nicht richtig, drei. Ne, das heißt, ich müsste noch vier Türme hochmachen. Ich glaube, ich bin gerade blind. Einen habe ich noch nicht oben, den zweiten habe ich noch nicht oben. Dritten habe ich noch nicht oben. Achso, hier ist der vierte. Oh, ich bin doof. Ja gut, also vier Türme muss ich noch hochmachen. Wenn ich die abrechne, die jetzt gerade, denjenigen, der jetzt gerade ins Industriezeitalter geht, morgen Mittag, morgen Abend. Dann muss ich auch wieder ein paar Millionen farmen. Muss ich mal schauen. Hier ist die Beute ganz gut. Und hier kommen wir sogar relativ gut dran, weil hier können wir von diesen T-Mauerstücken sprechen, die ich euch schon mal erzählt habe oder die ich... wo ich immer von rede. Das hier ist so ein T-Mauerstück. Wenn du das raussprengst, ist es relativ empfindlich. Wobei durch die neuen... Oh, da war eine Kanone im Stadtzentrum. Gut. Da hatten wir Glück. Das war Glück. Dann machen wir hier nochmal ein... ich glaube, hier haue ich mal das Infanterie raus. Dass der Turm auch weg ist. Dann können wir hier noch einen Mauersapper hinsetzen. Ja, zum Glück. Ich habe jetzt drauf gepokert, dass er das richtige Mauerstück nimmt, weil ich kein Versammeln mehr hatte, aber nicht warten wollte. Da war ich ungeduldig. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel von den Ressourcen hier tatsächlich außerhalb liegen. Ich lock die Leute mal nach hier oben mit den Motorradräubern. Dann setze ich hier die restlichen rein. Sehr schön, haben sich aufgespalten. Das war mein Ziel. Da sind doch ziemlich viele Ressourcen in den Gebäuden, in den Lagergebäuden drin. Ja, ich glaube, den brauche ich gar nicht nach außen. Ey, wie schnell gehen denn die Truppen tot? Ist das euer Ernst, Mann? Alter, die halten ja gar nichts aus. Hat der Kanonenturm geschossen? Ne, der hat nicht geschossen, oder? Egal. Jetzt gehen wir noch rein für die letzten Lagergebäude und dann habe ich letztens doch richtig viel Truppen noch verbraten. Wollte ich gar nicht. So, Lehrmarkt ist platt und hier hin versammeln. Die Kanone ist natürlich jetzt direkt neben denen. Wenn die jetzt gleich anfängt zu feuern, jo, haben wir geschafft, perfekt. War sogar alles in den Märkten und Mühlen, also alles in den Lagergebäuden drin. Truppenverluste waren gar nicht mal so niedrig, aber die Beute war okay. Dann umschulen. Oh, ich habe ja auch noch eine Karawane im Umbau, sehe ich gerade. Ich versuche wieder mal alles gleichzeitig zu machen. Manchmal habe ich so Situationen, wo ich sage, ich muss jetzt eine Sache direkt fertigstellen, so im Sinne von, ich möchte meine Türme upgraden, ich mache jetzt nur die Türme. Und manchmal sage ich mir selbst, ich mache jetzt alles nebenbei und zwar bin ich gerade dran an der Artillerieforschung, dann versuche ich noch hier Watcher fertig zu machen, da bin ich auch, glaube ich, gar nicht mal so wenig weit. Es gibt Leute, die sind weiter, habe ich gesehen, aber ich habe jetzt 33 Forschungen getätigt, also es ist deutlich mehr als die Hälfte. Jetzt kommen halt noch die ganzen langwierigen Forschungen, also ich denke mal so in spätestens einer Woche werde ich durch sein und dann kostet mich auch die Artillerieforschung eine Person weniger, damit kann ich wieder anders planen in der Basis. Aber meine Türme mache ich halt gerade simultan und meine... Karawanen, die möchte ich auch alle was hochmachen, weil gerade wenn ich jetzt Mauern farme und demnächst meine Mauern statt 6 Millionen 5,4 Millionen kosten, dann brauche ich dann auch so einen letzten Endes, so einen Boost, sage ich jetzt mal, wenn der Ausbildungssegen vorzeitig endet, kennt ihr ja schon, eine meiner Reserven sind da unter anderem hier die Karawanen, die ich jetzt leider schon angeklickt habe, die eine, und die Straße unter anderem, die kann ich halt permanent abrufen, bevor ich an meine Gold- oder Ölreserven ran muss, aus den Lagergebäuden. Boah, der hat auch geil viel Loot und hier kommt man sogar ganz gut dran. Weil die alle außen sind. Schaue ich mal, ob die vielleicht noch ein bisschen besser laufen. Alle Karawanen sind draußen. Die bewegen sich jetzt aber nicht sonderlich vorteilhaft. Eine läuft sogar wieder rein, also muss ich die Truppen jetzt schon setzen. Und hier ist es jetzt das Ziel, relativ viele Truppen schon am Anfang zu setzen. Weil gerade wenn die Lagergebäude, oder wenn die Produktionsgebäude alle so voll sind und die relativ nah bei Verteidigungsgebäuden stehen, dann muss man das schnell machen. Weil ansonsten rund um die Basis so viele, genau jetzt sind übelst viele Truppen gespawnt. Und zwar übelst um die komplette Basis verteilt. Jetzt kommt man nur noch schwer an die Ressourcen dran. Weil wenn man die Truppen weglockt, dann sind die Truppen, die zum Beispiel jetzt ganz links laufen, früher bei deiner einen Ablenkeinheit,
als die Truppen von ganz rechts. Also es kostet viel Zeit und auch viele Truppen, wenn man die jetzt alle auf einen Punkt zusammenfixieren müsste. Dann müsste ich hier oben nochmal einen Sinn setzen, dann nochmal hier unten. Aber das würde mich auch Zeit kosten. Ich sehe gerade 100.000, da wird ein bisschen noch im Stadtzentrum bleiben an Ressourcen. Komm, hol dich das Gold bitte noch. Und das Stadtzentrum könnte ich mir eigentlich auch holen, das schießt nicht. Also, kann ich die Verteidiger rauslocken? Verteidiger sind schon draußen. Das war natürlich jetzt blöd, das laufen alle zum Stadtzentrum hin. Da wollte ich eigentlich keine Verteidiger haben. Komm, mach hinne. Oh. Ja. So, das passt. Jetzt muss ich nur aufpassen, nicht zu früh setzen, sonst greifen sie die Infanteristen an. Jetzt, glaube ich. Genau, und das restliche Gold müsste, ja, hier drin sein. Ich glaube, oh, der Mörser schießt. Das ist natürlich doof. Wenn das Stadtzentrum platt geht, werde ich das auf jeden Fall platt gehen lassen. Dann fallen meine Orden nicht so schnell. Da die Artillerie so günstig ist, werde ich dann direkt ohne Ausbildung sägen. Quasi nochmal weiterfarmen, wenn ich bei 400 oder 300 Orden bin. Und dann direkt wieder die Ordensleiter raufklettern. Das ist ja relativ, das ist mega der Luxus, wenn man dafür nicht mal einen Ausbildungssägen braucht. Also einfach zwischendurch sehr schnell fahren kann. Ich kann nur Hasen jagen. Ich brauche aber, boah, 32 Fell? Na gut, ich habe nichts, was ich für Fell kaufe. Weder Söldner noch Sägen noch sonst was. Und Leder ist so Mangelware. Also ich glaube, ich werde auch im nächsten Zeitalter wieder relativ schnell, was natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber das Lagerhaus upgraden, dann gibt es wenigstens schon 26 Lagerkapazität für sämtliche Handelsgüter und auch nationale Handelsgüter, weil gerade mit den, hallo, wie lange dauert das denn heute? Gerade mit den nationalen Handelsgütern und den Koalitionen ist das ja so ein Ding. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn die upgradet sind und meine sind noch gar nicht so hoch. Level 3 geht ja bis Level 6, dann kosten die einfach übertrieben viel. Sind noch ein paar Angriffe reingekommen, weil es bei uns schon Beute frei gab. Wir haben wieder abgemacht, ab 200 Sternen ist Beute frei. Daher machen unsere Leute gerade noch überall die Sterne dicht, wie ihr seht. Wie gesagt, genau, und ab 200 Sterne, auch wenn die Gegner das nicht erreichen werden, so wie ich denke, haben wir gesagt, Beute frei, dann darf jeder sich nehmen, wen er möchte. Und ich habe immer noch kein Öl gefarmt. Ich brauche noch 5,5 tausend. Oh Mann. Nee. Das ist zum Beispiel so, das wird sich jetzt nicht lohnen. Gerade auch wegen den Sägen. Boah, das hier schon eher. Alter Schwede. Wo sind denn die ganzen Karawanen? Boah, die sind mega verstreut. Boah, liegt hier viel, Mann. Und es ist fast nichts in den Ressourcen, also in den Lagergebäuden. Das ist echt heftig. Alter, hoffentlich kommen meine Truppen da bis zum Gold hin. Ich habe jetzt nicht so viele Motorradräuber dabei. Die meisten sind eben draufgegangen. Da müsste auch im Stadtzentrum massig viel drin sein. Das ist eine globale Zeitalterstraße. Die kann viel fassen. So, und jetzt müssen wir strategisch vorgehen, weil wir haben noch viele Goldhaufen, aber nur noch sehr wenig Truppen. Sauber. Boah, ist aber noch übelst viel übrig. Dann mache ich jetzt erstmal. Ich habe nichts für Stadtzentrum. Ich glaube, da werde ich jetzt Gespendete opfern. Gleich. Wo ist noch Gold? Hier unten liegt noch ziemlich viel Gold. Ja. So, dann erstmal so. Und dann hoffe ich mal, dass ich eine Artillerie gespendet bekommen habe. Erstmal den hier. Nein, sieht nicht nach einer Artillerie aus. Mist. Da kamen nur ein paar Fernkämpfer raus. Das war natürlich popelig. Dann werde ich das Stadtzentrum wohl nicht platt bekommen. Es sei denn, ich opfer einen General. Hier liegt übrigens auch noch Gold, sehe ich gerade. Kacke, das ist auch ein Kanonenturm. Der frittiert die jetzt sofort. Dann haben wir hier letzten Endes doch ziemlich viel liegen lassen. Also wie gesagt, ich kriege das Stadtzentrum nicht platt, weil ich leider keine Infanteristen dabei habe. Ich möchte jetzt auch keine Generäle verschwenden, aber hier liegen bestimmt 150.000 noch drin. Gar nicht mal so effektiv. Ich denke, dann kann ich euch die Episode sogar schon über Nacht hochladen, weil ich da nicht diese Upload-Probleme habe. Normalerweise, wenn ich es uploade, dauert das ja ein, zwei Stunden und je nachdem, welche Anwendung ich dann gleichzeitig öffne, bricht er das Uploaden ab und ich muss nochmal komplett neu starten. Über Nacht kann ich das Handy halt einfach mit dem YouTube-Bildschirm liegen lassen, da stört das ja niemanden. Wir sind übrigens ganz knapp vor dem Mauerstück, also direkt weiter. Auch wenn wir nicht viele Beuteräuber haben, ist es immer ist ein gutes Gefühl, wenn man das Mauerstück dann ausgegeben hat und nicht mehr die vielen Ressourcen gelagert. Hat. Hat. Nee.
Ja, gut, obwohl es auch in den Lagergebäuden drin. Ich habe nur 13 Räuber dabei. Ist ja auch noch ein bisschen was im Kommandoposten, sehe ich. Ich glaube, den skippe ich. Ja, sehr, sehr geil. Aber hier, du musst mir noch rausfahren. Du fährst mir bitte noch raus. Und du fährst mir hier nicht rein. Wehe. Wehe, 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 wehe. Hat keine Kurve gefahren. So, und jetzt kann ich die direkt rausballern. Jetzt sind sie alle draußen. Hier muss ich jetzt leider zwei setzen, weil der Kanonenturm einen frittieren wird. Da hat der Kanonenturm direkt einen weggeballert. Jo, der Goldhaufen, den haben wir aber noch mitgenommen. Wo liegt noch mehr Gold? Hier vorne liegt noch mehr Gold. Ich habe keine Fernkämpfer dabei. Das ist eigentlich saudumm, was ich jetzt mache. Muss ich hier einen zum Ablenken setzen. Und hier jetzt die ganzen restlichen raus. Die ganzen restlichen so rum. Und wieder wird einiges im Stadtzentrum bleiben. Ich muss gleich mal die Ausbildungskonstellation quasi umändern. Dass ich nicht nur immer zuerst die Motorradräuber ausbilde, sondern auch ein paar Fernkämpfer und Nahkämpfer dabei habe. Dann ist das Ganze nicht so effizient. Merkt ihr ja gerade, das bringt nicht so viel. Man braucht immer einige Einheiten zum Ablenken und vielleicht um ein Stadtzentrum mal mitzunehmen. Wie sieht es eigentlich bei euch mit Weltkriegen aus? Was für Weltkriege startet ihr? Wie groß sind die? Weil wir haben uns mal bei mir in der, also wir haben uns mal gefragt in der Allianz, wie es eigentlich aussieht mit anderen Allianzen. Wir haben nämlich festgestellt, umso größer die Weltkriege sind, umso weniger, zweimal Hauben habe ich leider nicht da, sorry. Umso größer die Weltkriege sind, umso weniger oder umso länger dauert es, bis das man eine Allianz findet. Und meine These ist, es ist ja nur so, dass, also es ist ja für jeden so, dass die Maximalspieleranzahl in der Allianz 50 Leute beträgt und dementsprechend sind 50 Leute auch das absolute Maximum. Und es gibt halt allein schon so viele Allianzen, uns unter anderem ja auch relativ oft, wenn jetzt mal einer geht, einer ist, weiß ich nicht, irgendein Account wird gelöscht, irgendein Account ist inaktiv oder sowas, dann hat man mal ganz leicht 49 Mitglieder, sprich, dann ist es schon unmöglich, einen 50er WK zu suchen. Und selbst dann, es gibt ja immer Leute, die irgendwas upgraden. Bei uns gibt es immer einen, der in Urlaub ist, und das wird ja wohl überall so sein, der mal in Urlaub ist, mal keine Zeit hat, mal keine Lust hat. Und wie schnell ist man dann sogar unter 45 Teilnehmer? Und gerade weil das mehrere Leute sind, bei uns sind zum Beispiel, glaube ich, gerade 5-6 Leute offen, es haben sich schon wieder welche abgemeldet. Also das Größte, was wir in der Regel so suchen, ist 40er WKs. 45er haben wir einmal gesucht, da haben wir 2 Tage lang gesucht, keinen Gegner gefunden und daher denke ich, dass gerade die am öftesten findet man WKs oder am öftesten findet man WKs so zwischen, ja, weiß ich nicht, 25 bis 35 Spieler. Ab 40 nimmt das schon stark ab. Das ist dann auch nur so eine Handvoll Allianzen unterwegs, die man immer wieder sieht. USA Denknest zum Beispiel. Vielleicht hat das auch irgendwie mit unseren Servern oder mit der Regionalität zu tun, aber zum Beispiel USA Denknest sehen wir sehr, sehr oft. So eine japanische Allianz, also es sind so ein paar, noch so 2-3 brasilianische Allianzen. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, da ist jetzt so ein Riesenpool und man trifft irgendwie immer unterschiedliche Allianzen. Man sucht immer sehr lange und dann findet man irgendwie die gleichen, was wohl mehr oder weniger offensichtlich daran liegt, dass es nicht so viele Allianzen im Pool gibt, die da bei den 40ern mitsuchen. Ich muss mich kurz konzentrieren, ich bin nicht so multitaskingfähig, dass ich hier meine ganzen Truppen noch ausgebildet bekomme. 6 Minuten hatten wir. Haben wir hier auch 6. Hallo. Es hängt manchmal so krank. Dann packen wir, komm schon, hier noch einen drauf. Wunderbärchen. Jetzt haben wir auch wieder ein paar Nahkämpfer dabei. Und das nächste Mauerstück geht hoch. Wir haben jetzt in den inneren Kreis alles geschlossen, sprich die Arme sind von innen über die Kanten bis nach außen durchgängig. Und jetzt werde ich die Spirale nach außen schließen. Die Mauern hier mache ich immer als allerletztes. Muss ich nur gucken, wo ich schon war. Hier war ich schon, hier war ich schon, hier auch schon. Dann wird hier das nächste Mauerstück gesetzt. Das muss ich dann auch kurz noch in meiner Weltkriegsbasis upgraden. Oh, dann seht ihr ja die neue Weltkriegsbasis, bevor ich sie schon vorgestellt habe. Hui! Oh, das ist gar nicht die Weltkriegsbasis. Hier. Die habe ich ja noch nicht vorgestellt. Also quasi Premiere. So, wo kommt das nächste Stück? Hier sind 4. Auch 4. Auch 4. 4. Hier ist das nächste Stück. Sehr gut. Wo machen wir das hin? Denke mal, hier machen wir das hin. Genau, ich bin so ein kleiner, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, so ein Symmetrie-Nazi. Ich muss dann immer alles sehr gleichmäßig gebaut haben. Das ist für mich ansprechender, als wenn ich das so durcheinander baue. Nur bei meiner allerbesten Basis hier. Die allerbeste Basis der Welt. Die beste Basis der Welt. Ich hoffe, ihr versteht das. Bei der habe ich das nicht gemacht. Die kann ich übrigens schon wieder aktivieren für den nächsten Weltkrieg. Muss ich hier noch umbauen. Wo ist denn hier das neue Mauerstück? Das ich
gerade gebaut habe. Wo haben wir dich? Haben wir. Da haben wir dich. Ich kann bei David auch nochmal kurz einen Blick reinwerfen. Dann seht ihr, er hat noch mehr Mauern als ich. Und das bedeutet, weil er weniger hatte als ich anfangs, dass er mich eingeholt hat. Und das ist ziemlich crazy. Crazy shit. Ich weiß auch nicht, wie viel der tagtäglich farmt, aber es müssten so 8-9 Mauerstücke sein. Einfach nur dem Gefühl nach. Ja, kommt hin. Schauen wir mal rein bei David. Wo haben wir ihn denn, den guten? Da ist er. Yep, das ist crazy. Das ist richtig crazy. Hier in der Mitte. Was ist das für ein Krümel auf dem Bildschirm? In der Mitte haben wir noch 8 Mauerstücke, die er noch machen muss. Außen haben wir hier noch 6. Nochmal 6. Und hier sogar nur 5. Und wieder mal nur 5. Bedeutet letzten Endes 5, 10, 22 plus 8, 30 Mauerstücke noch. Das heißt, 105 hat er schon. Und dann ist für ihn Schluss. Also nicht Schluss, dann geht's halt weiter mit diesen komischen beigen Mauern. Krasses Ding. Alter Schwede. Wenn ich jetzt mal die Verteidigung angucke, der ist auch nicht, der müsste fast genau gleich auf sein mit mir. Burg ist gleich auf. Panzerdepot hängt da hinterher. Dafür hat er schon eine Garnison mehr als ich. Bunker sind wir genau gleich auf. Flugabwehren auch. Scharfschützentürme auch. Mörser auch. Kanonentürme sind wir auch gleich auf. Öltürme, obwohl das ist natürlich nicht verteidigungstechnisch relevant. 1, 2, 3 Türme hat er. 4 Türme. Er hat einen Turm mehr als ich. Wenn meiner morgen upgradet ist, sind wir gleich auf. Dafür ist der Turm hier schon ein Level höher als bei mir. Er baut die dritte Redoute aus. Da ist er deutlich weiter als ich. Also alles in allem ist er vielleicht sogar weiter als ich. Ich meine, er hat auch die Straße gelevelt. Krass, er wird, glaube ich, ziemlich simultan, wenn nicht sogar deutlich vor mir ins globale Zeitalter gehen. Ich habe mir ja bewusst gesagt, ich entschleunige das und nehme mir ein bisschen Zeit, weil ich dieses ganze Gehetze nicht mag. Bei uns gibt es Leute, die sehr engagiert sind und das respektiere ich auch, aber die haben jetzt schon alles durchgeplant bis ins Atza, also ins Atomzeitalter. Welche Zeitalter sie rushen, wo sie die Kronen ausgeben und den Stress gebe ich mir definitiv nicht. Ich sehe es als Stress an, wenn andere es nicht so sehen, dann ist es jedem selbst überlassen, aber ich spiele das Spiel auf jeden Fall jetzt ruhiger. Was nicht bedeutet, dass ich Gas gebe, aber ich gebe an bestimmten Punkten Gas und nicht mehr wie früher überall. Früher habe ich mir auch so Upgrade-Pläne gemacht, wo ich ganz genau wusste, welches Gebäude ich nacheinander upgrade. Aber allein schon wegen den Updates, die immer gefahren werden, die man nicht vorhersehen kann. Dann kommt gerade das Update, wenn du die Burg upgegradet hast, dass die Burg günstiger ist und sowas. Gerade das hat mich dann immer abgefuckt. Daher mache ich das Ganze jetzt etwas spontaner und ich muss sagen, es macht mir bis jetzt sehr viel Spaß. Loot! Und sogar außerhalb. Das ist natürlich sexy. So, ich habe jetzt wieder relativ viele Motorradräuber direkt am Anfang rausgekloppt. Weil ich ja wieder alles voll habe an Truppen. Ich habe sogar schon das Stadtzentrum ausgelöst. Sauber, da muss ich das gleich nicht mehr machen. Oh, wir haben, glaube ich, alles bekommen. Ja, krass. Krasser Shit. Heißt, im Stadtzentrum haben wir noch 70.000 etwa drin. Das werde ich mir nicht holen, weil hier der Mörser steht. Dann verschwende ich keine Infanterie. Mir reicht die Beute schon. Die dürfte ganz gut sein. Ja. Ist okay. So, und jetzt muss ich mir selbst mal eine Backpfeife geben. Ich bin jetzt immer noch nicht auf Öl gegangen. Ich gehe jetzt schon wieder nur auf Gold. Ich muss auf Nahrung und auf Öl gehen. Sonst wird das hier nichts mit dem Upgrade-Plan. Bringt mir nichts, wenn ich mit 2 Millionen Gold ende und dann meine ganzen 4 Millionen Nahrung oder so und mein Öl auch noch vergammeln lasse. Ich muss das jetzt investieren. Dran denken, Öl und Nahrung, komm schon. Öl und Nahrung, hier ist viel Gold. Nein. Nein, machen wir nicht. Obwohl, ist die Nahrung außen? Dann könnten wir uns die auch holen. Ich glaube, hier kann man relativ viel jetzt auf einmal abgrasen. 460 und 270. 1000, hallo. Übelst am Hängen. 460 und 270. Ja, da geht einiges raus. Oh ja, vor allem an Nahrung geht da einiges raus. Alter, hängt es. Komm mal klar, Spiel. Hallo. Wow. Das war der neue Hängerrekord. Oh ja, wir haben sogar alles fast an Nahrung mitgenommen. Feuer. Holt euch noch das Öl? Na gut, da kam jetzt fast nichts raus. Wo ist denn das nächste Ölbohrtürmchen? Nicht blind, ist wahrscheinlich dann alles in der Raffinerie drin. So, gut, das war's. Hat gepasst. Ja, hat gepasst. So, also Nahrung werde ich definitiv schaffen, aber Öl muss ich Arschbacken zusammenkneifen. Das bin ich echt nicht gewohnt zu farmen. Fühlt sich fremd an, wenn ich nicht dran denke. Hier passt das Öl. Ah, da muss ich Mauern zerschlagen, um da hinzukommen. Ich überlege gerade. Das wird sich aber lohnen.
weil hier keine Fallen liegen können. Ja, ich denke, das machen wir. Ah, Kanonenturm, den hätte ich jetzt fast übersehen. Ich glaube, dann muss ich den einfach sabotieren. 1, 2, 3, 4. Ne, ich kann nur den Kanonenturm sabotieren. Jetzt muss ich auf jeden Fall schnell sein. So. So. Hey. Ey, setz den Mineur doch, Alter. Es hängt jetzt, weiß ich nicht, wie viel... Ey, setz den Mineur. Krass hat's gerade gehangen. Es hat mir so viel Motorradräuber zerrissen. Guck mal, wie lange das Spiel jetzt mittendrin hängt. Was ist denn bitte falsch mit meinem Prozessor hier vom Handy? Ey, 4-5 Sekunden. Heftig, Mann, wie lange das hängt. Ich meine, Öl haben wir bekommen, aber wir müssen jetzt natürlich nicht fragen, für welche Verluste. Keine Ahnung, vielleicht ist mein Handy am Arsch. Boah, wir haben fast die 50.000 voll. Hat sich gelohnt. Germani, Germany, Austria. Oh, Pinkus Domitus, ein Deutscher. Falls du mir zugucken solltest, es tut mir leid. Obwohl, eigentlich tut es mir nicht leid, dafür ist Domination Star. Boah, das war viel. Der Angriff war natürlich mega sexy. Ich weiß nicht, wie lange wir noch haben vom Ausbildungssegen. Ich würde so tippen, 15 Minuten noch. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich habe einfach hier oben auf die Videozeit geschaut und da mal so, weiß ich nicht, 10 Minuten draufgerechnet, weil ich ja immer zwischendurch die Ladebildschirme skippe. Boah, sogar fast perfekt, 15 Minuten. War gut gerundet. Kann ich hier noch irgendwas spenden? Fernkämpfer bitte. Oh, schon wieder weg. Hier gab es auch noch ein Geschenk. Habe ich das schon geöffnet? Scheint so. Ah ja, stimmt, da waren Feldhaubitzen drin. Mega geil, dankeschön nochmal, Adis. Bis jetzt habe ich immer so ein Popelkram bekommen. Guck mal, was ich alles hab. Letztens habe ich ein Käsegeschenk bekommen. Aus so einem Kackgeschenk. Alter, ein Käse. Jetzt habe ich hier Feldhaubitzen. Die sind geil. Die werde ich auch nutzen als, ja, wie heißt das auf Deutsch? Reinforcements, Verstärkung. Söldnervertrag hatte ich auch noch nie. Hört sich lustig an, aber da kommt bestimmt, was steht da? BHG. Okay, da kommen wahrscheinlich auch manchmal crappy Söldnereinheiten raus. Wenn man natürlich einen Flammenpanzer oder im Atomzeitalter so einen Panzerzerstörer bekommt, das ist ein extrem nice. Aber bis dahin werde ich ihn bestimmt nicht aufbewahren. So, dann ballern wir mal den nächsten General hoch. Hier muss ich eine Mauer sprengen, dann komme ich ganz gut dran. Ja, das müssten sogar alle Farmen sein. Farmen, also Nahrung ist so viel einfacher zu farmen als Gold. Gold ist so verstreut, da ist was im Stadtzentrum drin. Es hängt wieder übertrieben. Alter, hängt es. Da ist was im Stadtzentrum drin, da ist was in den Karawanen drin. Dann bewegen sich die Karawanen auch noch. Guck mal hier, die Nahrung ist immer nur in den Farmen, wenn sie jetzt nicht in den Lagergebäuden ist. Ich habe jetzt alle Nahrung geholt und habe 2 Raider gesetzt. Es ist so viel einfacher. Beend das Spiel mal. Mann. Mega geil. 110.000, 111.000 pro eingesetzte Einheit. Die Mineure rechne ich nicht mit. Ich brauche auch Leder. Noch 2 Leder brauche ich, dann kann ich endlich wieder... Hallo? Noch 10... Boah. Noch 2 Leder, dann kann ich entweder... Dankeschön für die Artillerie, Kekko. Dann kann ich endlich wieder hier meinen Ölsägen anmachen. Der ist so hilfreich. Mega hilfreich, aber jetzt, wo ich zu Hause bin, habe ich fast gar nicht mehr gefarmt. Normal hatte ich immer so um die 15, 16 in Reserve, aber heute nicht. Ey, wenn du jetzt die ganze Zeit so hängst, habe ich keinen Bock mehr, Dominations. Wie viel Nahrung haben wir denn hier? Oh, wir haben sogar ein bisschen Öl. Ah, das ist alles gelagert, aber er hat viele Lagergebäude außen. Da gehe ich, glaube ich, sogar mal auf Gold. Hauptsache weg damit. Geil. Ey, wie kann man sein Gold und sein Handelsgüterhaus, Scheißhaus da, so nah an den Rand stellen? Ja, da war Leder drin. Juhu, und sogar Diamanten. Krasses Ding, Mann. Jetzt hängt es wieder. Boah. Also ich kann verstehen, dass man nicht all seine Lagergebäude schützt. Gut und schön. Das mag damit zu tun haben, wenn du sagst, ich will lieber mein Stadtzentrum schützen. Was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man bei Bronzeliga ist, warum man hier sein Stadtzentrum schützt. Aber das ist ja eben selbst überlassen. Davon habe ich ja nur Vorteile, wenn er das macht. Aber warum man dann sein Gold ganz nach außen stellt, sodass da wirklich null Schutz davor ist, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis für. Auch wenn ich es jetzt gar nicht mal schlecht finde. Wenig Aufwand, viel Ergebnis jetzt.
Oder haben wir viel liegen gelassen? Nö, passt. Ja, okay, war jetzt nicht so toll, aber wenigstens Leder. Das war jetzt wichtig. Hallo. So, wir sind fast da. Bin fast da. Für alle Star Wars Fans, denen sollte das, glaube ich, was sagen. Habt ihr den neuen Rogue One gesehen? Ich war so ein bisschen enttäuscht. Also ich fand ihn nicht schlecht, aber ich weiß nicht, gehört das hier hin? Ja, keine Ahnung. Was ist das? Okay, das ist eine Ölbasis. Ja, nee. Ui, hier ist viel Nahrung, aber das ist auch irgendwie gar nicht mal schlecht geschützt. Da werden mir viele Räuber drauf gehen. Ja, machen wir das einfach. Ja, geht. Ich habe jetzt eine Farm ausgelassen, weil da direkt so ein Kanonenturm wie so ein Wachhund vorstand. Da ist auch noch Gold natürlich. Hol dir das Gold. Wenn, dann will ich alles. Gimme more. Ja, hat er noch bekommen. Straße war hier auch nicht abgelevelt. Also aufgelevelt. Ich bin mir mal unschlüssig. Der hat so komische Popelmauern. Also es scheint auf jeden Fall ein Rusher zu sein. Da frage ich mich immer, machen die es absichtlich? Wissen die, dass ihre Straße, dass man die aufleveln kann? Also dann wäre es ja nicht absichtlich. Wissen die, dass man ihre Straße aufleveln kann und machen es absichtlich nicht? Oder wissen die das einfach nicht? Weil manchmal haben die so schlechte Basen, da kann ich mir das echt nicht zusammenreimen, ob die tatsächlich so intentional spielen und sagen, ich mache es bewusst nicht, um unterschätzt zu werden. Gerade Rusher habe ich ja sehr viel bei mir in der Allianz mitbekommen, die dann ultra früh wirklich in so hohe Zeitalter vorgestoßen sind. Und gerade diese Leute haben ja immer dieses Problem, dass sie nicht genug Level haben. Es gibt ja so eine Levelbeschränkung hier. Du kannst nicht ins globale Zeitalter vor Level 130. Und gerade bei Rushern kenne ich das ja so, dass sie die Straße aufleveln, weil sie damit sehr schnell Level bekommen und dann auch Zugriff auf ein nächstes Zeitalter bekommen. Weil andere Upgrades, wie ihr wahrscheinlich wisst, bringen halt viel langsamer Level als die Straßen. Das ist die erste Frage, warum ich mich frage, warum Rusher oder manche offensichtlichen Rusher nicht die Straße gelevelt haben. Wo mache ich denn das nächste Mauerstück? Ich glaube wieder hier. Ja, machen wir im Kreis. Und die zweite Sache ist, was ich da lustig finde, ist, wenn die Leute dann ins nächste Zeitalter oder in zwei Zeitalter, drei Zeitalter darüber gerusht sind, dann kommt auf einmal mal dieser Panikreflex. Kacke, jetzt bin ich da, was bringt mir das? Ich kann meine Truppen nicht upgraden, weil ich keine Nahrung oder keine Ressourcen farmen kann. Meine Truppen sind noch zu schwach oder die Gegner sind zu stark oder wenn ich nur ein bisschen Ressourcen habe und dann offgehe, werde ich wegen meiner schlechten Verteidigung danach einfach zerpratscht. Du gehst offline, wirst einfach zerquetscht. Und genau deswegen, also das hat mich dann letztendlich dazu bewogen zu sagen, ich rushe nicht. Es kostet mich auch irgendwie Spielspaß. Dann bin ich irgendwie im globalen Zeitalter oder jetzt bald im Atomzeitalter, wenn ich rushen würde. Und oh, hier ist noch ein neues Mauerstück, das ich aus Versehen verbaut habe. Haben wir zwei Stück, die wir umplatzieren müssen. Warte, wo machen wir das? Konzentration, hier eins und hier eins. Boah, dann ist sogar wieder perfekt symmetrisch. Ich kann heute Nacht wieder ruhig schlafen, wenn es hier symmetrisch aussieht. Wenn bei mir die Tapete stimmt in der Bude. So. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin so Multitasking-King. Ja, genau, mit Rushern. Also deswegen habe ich mich entschlossen, nicht zu rushen. Wo kommt das letzte Stück hin? Wo haben wir dich weggenommen? Sag's mir. Alter, kann doch nicht sein, dass ich jetzt so blind bin. Wo haben wir das letzte Stück weggenommen? Ey, Mann. Oh, warte, hier, genau. So, fertig. Dann müssen wir uns noch einmal der anderen Kriegsbasis widmen. Habe ich hier auch zwei Stücke vergessen? Oh, ich hasse dieses Suchen nach Mauern. Im Moment sind die ja noch relativ unähnlich. Aber wenn die Mauern dann sehr ähnlich sind, dann ist es schwer, die zu finden. Gerade bei Stufe 9 und 10 habe ich fast einen Kollaps gekriegt, wenn ich manchmal die Mauern suchen musste. Umso mehr Mauern man hat, umso weniger einfach macht es einem das Problem ja auch. Mir fällt gerade auf, ich habe ja fast den kompletten inneren Verteidigungsring schon durchgelevelt. Hey, jetzt schon wieder. Wo habe ich eben das Stück Mauer weggenommen? Hier unten irgendwo, genau hier. Ich habe fast den kompletten inneren Verteidigungsring durchgelevelt und außen auch schon sehr viel. Ich müsste mal gucken, wie viele Mauerstücke ich insgesamt habe. Wenn ihr wissen wollt, wie viele Mauerstücke ihr insgesamt aufgerüstet habt, gibt es einen ganz einfachen Trick. Ihr geht in irgendeine Stadt, scheißegal welches Layout, hallo. So, ganz egal welches Layout, drückt bearbeiten und ohne zu speichern natürlich, das wäre doof, aber ohne zu speichern nehmen wir einfach mal alles auf. Und dann könnt ihr hier runterscrollen an der Seite. Dann seht ihr alles, was für Gebäude ihr habt. Hier auch mit, am besten geht es natürlich mit den Mauern. Hier 81 Stücke habe ich auf 12. Ui, das ist aber schon viel. Deutlich mehr als die Hälfte.
Hat sich jetzt nicht so angefühlt. Also ich finde, mit Stufe 12 geht es jetzt viel schneller voran als mit Stufe 11. Und jetzt mal ganz unabhängig von diesem neu implementierten Fakt, dass man das für Nahrung upgraden kann. Wow, das geht echt schnell. Krass. Abbrechen natürlich. Wenn ihr jetzt später beenden drückt, ist eure Basis weg. Oh. Und wir gehen wieder in Multiplayer. Dann kann ich noch meine letzten paar Tröpfchen Öl farmen. Hui, hier ist Öl und ich sehe kein Öl im Zentrum der Basis. Ja, geil. Jackpot, Jungs, Jackpot. Hinder. Da ist fast nichts drin außen. Also, tut mir einen Gefallen. Und fackelt mir das Öl hier ab. Ja, okay, ich bin schon drüber. Perfekt. Ich kann ja sogar noch Handelsgüter bekommen. Mache ich das Häuschen hier noch platt? Das Scheißhaus. 300 Öl sind ausgelagert. Das ist ja relativ offensichtlich, wo die sind. Hier draußen. Das meiste ist aber so eine Mischbasis. Der Typ ist was länger nicht online. Aber gleichzeitig ist es nicht so, dass er als offline gemeldet werden kann, weil hier ist noch relativ viel in den Lagergebäuden drin. Komm, jetzt für das letzte Öl haue ich jetzt Beuteräuber raus. Dann holt mir das Öl doch auch. Nicht hängen. Ey. Jetzt fuckt mich das Spiel schon wieder ab. So, lassen wir sein. Ich kann meinen MacArthur upgraden und kann ruhigen Gewissens auch einen Netzwerkfehler in Kauf nehmen. Komm schon. Ey, das skipp ich. Ey, ist ja wunderschön, dass die Kreise hier parallel synchron Schlittschuh fahren bei mir auf dem Bildschirm. Aber wäre echt nett, wenn das Spiel laden würde. Keine Ahnung, ich habe perfekte WLAN-Verbindung hier. Was ist los mit Dominations? Oder mit meinem Handy oder mit der Welt? Das Spiel kackt jetzt 100% eh ab. Ich hab schon im Gefühl, das Öl ist weg. Ja, vielen Dank und fick dich, Dominations. Alter, ich habe jetzt dreimal den heiligen Gott des WLANs beschworen, gleichzeitig dann irgendwie wieder abkonvertiert. Hey, irgendwie hat es jetzt wieder funktioniert. Die Internetverbindung ist genau dieselbe wie eben. Es hat sich nichts verändert, aber Hauptsache Dominations kackt wieder mal ab. Ich habe selten so ein instabiles und datenfressendes Spiel gesehen wie Dominations. Heftig, Mann. Als ob sie das nicht irgendwann mal patchen könnten. Es ist ja schon gut genug, dass immer alle Updates 500 Megabyte groß sind. Ja, meine Truppen sind alle da. Öl ist auch noch da. Klasse. Ich habe einfach nur meinen Ausbildungssegen hier zerpratscht. Dann mache ich jetzt noch einen letzten Kampf, weil wir sind bei 40 Minuten. Sonst kriege ich das Video nicht mehr dieses Leben hochgeladen, sondern muss 3 Jahrhunderte warten. Hier haben wir auch gut Öl. Hau ich halt alles raus. Ich habe gerade auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt, auf Domi. Also jetzt gerade nur. Darum mache ich hier mal Sabotage, knall ich hier rein. Wo knall ich die am besten rein? Schön hier drauf. Ja, genau, den Kanonenturm tritt's nicht. Ja, wähl den Kackvogel hier aus. Und dann hier hin alle. Ab, Anderle. Alter, wo lang laufen sie? Alter, was machen sie? Ich sehe nix. Oh. Krass, die laufen einmal um die Basis. Ja, geil. Boah, was für ein Dreck. Es hat nicht ein Minior geschafft. Heftig, das war aber mein Fehler. Da hätte ich einfach gucken müssen. Da ist tatsächlich eine Stelle, wo es nur ein Mauerstück gibt. Und die Truppen, die wären jetzt auch von hier hinten durchgelaufen. Ne, da hätten sie, glaube ich, hier ein Mauerstück kaputt gemacht. Krass. Hör auf zu hängen. So. Gib mir bitte einfach nur das Öl. Und fuck mich nicht ab. Raus alle. Raus mit euch. Wir haben schon wieder den Mineur gekillt. So ein Scheißdreck. Nee, der Mineur ist noch am Leben. Irgendwie ist da gerade explodiert, als immer die Falle gelaufen ist. Ich schenke ihm den Rest vom Öl. Soll er behalten? Ich habe mein Upgrade. Ich habe gerade eh die Nerven bei Dominations verloren. Mir platzt gleich die Birne vor. vor Wut. Ja, passt. Weg hier. Absoluter Schmachangriff. Ich schäme mich. Salam alaikum. So, Applaus für mich. Ich habe nicht gehalten, was ich am Anfang angekündigt habe. Okay, ich höre keinen Applaus. Zu Recht. Ich habe vergessen, das Stronghold und das Update zu besprechen. Daher habe ich nochmal ein neues Video gestartet. Werde jetzt auf das Update eingehen und muss es im Nachhinein hinten anfügen in das Video. Ich hoffe, dass hierdurch, das ist mir schon öfter passiert, nicht die Turnspur verrutscht, weil eben sonst kommt das zustande, dass das Video so verzerrt ist. Sprich, ihr seht ein Bild, aber der Ton passt nicht dazu, weil er verspätet ist. Hier sind wir jetzt in dem Screenshot. Ich werde den Screenshot einfach mal
für euch übersetzen, weil der auf Englisch ist und ich denke mal, das ist dann einfacher für alle. Dankeschön an der Stelle für Seratool, der hat mir den Screenshot bereitgestellt. Ich habe jetzt auf die Schnelle nicht die Internetseite gefunden. Es ist aber eine sehr verlässliche Quelle, von der wir das haben. Ich werde jetzt nicht jedes Mal hier drauf tippen, sonst kommt die ganze Zeit dieser Bildschirm von oben runter. Aber wir werden von oben bis nach unten durchlesen und ich übersetze das einfach, versuche es flüssig zu übersetzen. Dann tippe ich nicht überall hin, wo ich gerade übersetze, ihr könnt es euch ja denken. Es geht hier um das Update. Zuerst haben wir die Truppentaktiken, wird es hier genannt, aber Truppentaktiken, diese sind verbrauchbare Armeen, die ihr erwerben könnt durch Expeditionen, Käufe oder Events. Also sprich, es geht hier anstatt von Truppentaktiken geht es um Eventarmeen. Wir haben gehört, dass euer Feedback betreffend oder betrefflich der Balanceprobleme ausgelöst durch Spieler, die eine große Nummer von oder eine große Anzahl von Eventarmeen nutzen in der Offensive, ausgelöst wurde. Das ist warum wir ein neues Gebäude im frühen 2017 einführen werden, das Stronghold. Ich habe die genaue Übersetzung jetzt nicht da, wir nennen es einfach Stronghold. An sich ist das Stronghold eine sehr starke Defensiveinrichtung oder ein defensives Verteidigungsgebäude. Es erlaubt aber ebenso Spielern, ihre Event-Truppen zu managen. Und das bedeutet letzten Endes, es kann sein, dass man dann über das Stronghold anwählen kann, welche Event-Truppen man mitnehmen kann. Und ich denke, weil es ja gerade oben darum ging, dass es Balanceprobleme gab, also sprich, dass zu viele Event-Truppen mit in Weltkriege genommen wurden und eingesetzt wurden. Und das ist ja auch ein Problem, das ich schon oft beklagt habe. Man hat zu viele Event-Truppen dabei, das vermüllt den ganzen Bildschirm unten und man muss dann so hin und her scrollen und das behindert letzten Endes deinen Angriff. Mit Manage verstehe ich damit, dass man vielleicht auswählen kann, also sagen kann, die Armee tue ich wieder zurück, diese Armee nehme ich mit. Also quasi auswählen, was man mitnimmt und dass es uns restriktieren wird. Dass es vielleicht sagt, ihr könnt 5 Armeen mitnehmen, nicht aber hunderte. Übersetzen wir weiter. Once the Stronghold is released, also hier, wenn das Stronghold einmal oder wenn das Stronghold released wurde oder quasi implementiert wurde, werden Spieler in der Lage sein, nur noch, genau, das habe ich ja gerade eben schon vermutet, werden Spieler nur noch in der Lage sein, eine limitierte Anzahl von Event-Truppen in den Krieg mitzunehmen. No more rolling bases, also keine Basen mehr zu überrollen mit einzig und allein Event-Truppen. Zuletzt wird das Stronghold aber ebenso erlauben, Allianzmitgliedern Eventtruppen in ihre Weltkriegsbasen im Weltkrieg zu spenden. Und das ist extrem krass. Einmal gespendet werden diese Eventtruppen aus dem Stronghold in der Defensive hier unten, like a garrison, also wie in einer Garnison, zur Defensive spawnen und für den gesamten Verbleib des Weltkriegs dort warten. Das ist natürlich extrem heftig, weil erstmal bekommen wir damit ein neues Defensivgebäude im Weltkrieg, das, glaube ich, ganz schön stark sein kann, wenn man bedenkt, was es alles für Eventtruppen gibt. Kann man unter anderem nämlich vom Dock zum Beispiel Artillerie, andere starke Truppen bekommen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch viel stärkere wie Elefantenbogenschützen, Helikopter, was weiß ich nicht alles, dass man sich kaufen kann. Was mich daran etwas positiv stimmt, ist, dass es noch einen neuen Defensivakzent gibt, weil die Offensive meiner Meinung nach immer noch zu stark ist. Was mich aber sehr, sehr bedrückt bei dem Punkt, ist, das Spiel ist ohnehin schon sehr, sehr Pay-to-Win-lastig. Und das macht letzten Endes Dominations jetzt, finde ich, noch mehr kaputt. Oder was heißt kaputt für die Entwickler? Das ist natürlich toll, die schlagen alle ein Rückwärtssalto. Weil dadurch, dass wir jetzt natürlich dieses Gebäude auch noch haben und es funktioniert scheinbar nur mit Event-Truppen, also man kann keine normalen Truppen in die, so wie es hier zumindest steht, vielleicht kann man auch normale Truppen spenden, aber so wie es hier steht, gehen wir mal davon aus, kann man nur Event-Truppen spenden und bedeutet letzten Endes, Event-Truppen kann man nur kaufen oder irgendwie erwerben im Dock. Beim Dock dauert es extrem lange und stellt euch mal vor, ihr müsst 20 Basen mit Event-Truppen bestücken, da seid ihr entweder hunderte Euro los oder ihr habt 2 Wochen lang oder, weiß ich nicht, noch mehr als 2 Wochen, ein paar Monate lang alle eure Dock-Truppen rausgehauen für einen Weltkrieg. Also es wird sehr, sehr mühselig und das wird diesen Pay-to-Win Aspekt unterstützen. Also die Leute, die ja ohnehin Kohle wie blöd reinstecken, da gibt es ja mehrere Leute, glaubt mir, die mehrere tausend Euro hier in dieses kleine Spielchen rein investieren. Dementsprechend bin ich nicht ganz so überzeugt davon. Wir können hier unten mal ein bisschen weiterlesen. Ein anderer aufkommender Wandel wird sein, wird durch Spielerfeedback sein, dass wir die Demolition-Taktik, also quasi die Dynamit-Taktik, deranken, also quasi verschlechtern. Wir werden sie stark reduzieren in die Menge an Schaden, die die Demolition- oder Dynamit-Taktik zu Ressourcengebäuden zufügt. Der Grund dafür ist, zu verhindern, dass Angreifer nur durch das Nutzen von ein paar Demolition-Tactics hier steht Walking Away, also aus eurer Basis rausgehen und euer hart erarbeitetes Gold
Nahrung und speziell euer Öl mit sich nehmen. Also es wird definitiv so sein, dass das Dynamit auch nochmal genervt wird, sodass es auf Ressourcengebäude noch deutlich weniger Schaden macht. Finde ich auch ganz gut. Ihr habt ja die ganzen Angriffe auf mich gesehen mit dem Dynamit aufs Öl. Ich meine, ich habe mich auch gerecht, aber nervig ist es nichtsdestotrotz. Wir haben jetzt 5 Minuten, fast 6 Minuten noch über das Update geredet. Wir sind bei 50 Minuten. Ich glaube, ich werde das Video nie im Leben hochgeladen bekommen mit meiner crappy Internetverbindung. Dann zum zweiten Mal tschüss, Leute. Macht's gut und haut rein.